Der Arts Vitality Soundvibe ist ein Knochenschallkopfhörer und was es damit auf sich hat, das zeige ich dir jetzt. Der Knochenschallkopfhörer läuft über Bluetooth, das heißt, das Ganze kannst du mit deinem Handy koppeln. Sobald das Ganze gekoppelt ist, kannst du darüber Musik hören. Die Vorteile sind, dass du die Ohren frei hast, also die Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen kannst. Zusätzlich ist es aus hygienischer Sicht viel besser, dadurch, dass du nichts ins Ohr steckst und den Ohrkanal blockierst. Das Schöne an dem Knochenschall ist, dass wir hier die Vibration direkt über den Wangenknochen in das Innenohr bekommen und du so ein optimales Sounderlebnis hast. Aber wir haben noch super viele weitere Vorteile, die wir mit dem Knochenschallkopfhörer erreichen können. Wir können damit Schwindel behandeln, wir können damit Schmerzen behandeln, wir können damit unsere Balance verbessern und auf Zahnschmerzen eingehen. Und das Ganze probieren wir jetzt einmal. Also ich darf einmal die Johanna bitten, den Knochenschallkopfhörer aufzusetzen. Der Knochenschallkopfhörer geht von hinten über das Ohr und sollte seitlich am Wangenknochen liegen, dass wir hier den Schall direkt ins Ohr bekommen. Was wir jetzt machen, wir bespielen die Johanna mit verschiedenen Frequenzen, um zu gucken, wie sie darauf reagiert. Dafür gibt es eine App, den sogenannten Funktionsgenerator, wo wir verschiedene Herzfrequenzen in das Ohr einspielen können. Du musst dir vorstellen, dass das Innenohr dafür zuständig ist, unsere Rückenmuskulatur bzw. unsere Streckermuskeln zu aktivieren und reflexiv zu aktivieren. Das heißt, es läuft unterbewusst über Reflexbögen ab. Wenn wir also unsere Haltung verbessern wollen oder ähnliches, können wir den Knochenschallkopfhörer, das Soundvibe, immer optimal benutzen. Zunächst gucken wir uns einmal an, wie die Lage bei der Johanna ist. Das heißt, du nimmst einmal die Füße zusammen, stellst dich gerade und aufrecht hin und wir gucken einfach mal, was passiert. Mit Augen offen ist wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu erwarten. Sie steht gut, gerade und stabil. Deswegen machen wir das Ganze ein bisschen schwerer. So, dann mach doch mal die Augen zu und wir gucken mal, was jetzt passiert. Also wir nehmen einen Sinn jetzt raus. Das heißt, sie muss sich mehr anstrengen, um gerade zu stehen, um in der Balance zu bleiben. Und auch das sieht relativ gut aus. Also sie bewegt sich nicht, es sieht gut aus. Deswegen helfen wir ein bisschen nach. Das heißt, ich schubse dich jetzt entweder von rechts oder von links und du versuchst einfach wieder stabil zu werden, beziehungsweise die Stabilität wieder zu erlangen, okay? Das war ein Ja? Okay. Okay, wir gucken mal, was passiert. Okay, was wir jetzt hier sehen, ist, dass sie deutlich Schwierigkeiten hat, die linke Seite wieder zu stabilisieren, um nicht nach rechts umzufallen. Die rechte Seite funktioniert super gut, aber die linke im Vergleich nicht. Was wir jetzt machen, wir senden jetzt eine Frequenz auf ihr Ohr, um zu gucken, wie sie darauf reagiert. Wir fangen bei 100 Hertz an und du müsstest jetzt ein Geräusch auf beiden Ohren hören. Ja? Lautstärke in Ordnung. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal so 10 bis 15 Sekunden spielen. Ist das angenehm? Ja. Das war gelogen. Okay, gut. Ich mache es wieder aus und wir schauen mal, wie die Lage jetzt ist. Augen wieder schließen, Arme locker hängen lassen und wir gucken mal, was passiert. Und wie man sehen kann, haben wir jetzt im ersten Versuch ihre komplette Stabilität der linken Seite in den Griff gekriegt durch eine kleine Frequenz im Innenohr. Das hat jetzt wunderbar geklappt. Wenn das nicht so optimal klappt am Anfang, gibt es eine gewisse Struktur und Plan, mit dem man vorgeht. Man sollte immer mit 100 Hertz anfangen, beide Ohren bespielen, etwa 10 bis 15 Sekunden und dann die Ohren einzeln testen. Das kann man in der App einstellen. Also erst beide Ohren, dann das linke, dann das rechte oder umgekehrt. Wenn sich dann immer noch nichts tut, dann kann man immer um 100 Hertz steigern. Und ich persönlich gehe immer bis 500 Hertz hoch, haben wir auch genug zu tun.
Des Weiteren war das nur eine exemplarische Darstellung von dem, was wir mit dem Soundvibe machen können. Wir können das kombinieren in Kniebeugen, wir können es kombinieren beim Laufen gehen. Wir brauchen beim Laufen, beim Joggen sehr viel Stabilität, die uns durch das Soundvibe gegeben werden könnte. Wie gesagt, könnten wir es auch im Büro nutzen, um Nackenverspannung wegzubekommen, um Schwindel wegzubekommen oder um die Rückenmuskulatur zu stärken und zu kräftigen. Als Trainingsempfehlung: Wenn du Musik darüber hörst, ist das relativ angenehm und wir kriegen einen ständigen Stimulus in das Ohr. Wenn du aber die Herzfrequenz einspielst, dann kann das Piepen auf Dauer ein wenig nervig sein. Deswegen empfehle ich ungefähr 15 bis 20 Sekunden Belastungszeit und dann eine Pause zu machen. Das Ganze kannst du 5 bis 6 Mal am Tag integrieren und in dein Training einbauen oder kombinieren. Wenn du noch mehr über das Neurotraining erfahren möchtest, schau dir folgende Videos an. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.